Hallo Beschwörer! Djinn der Virtuose wurde sich in den Kommentaren eines meiner letzten Videos gewünscht und das freut mich natürlich sehr, denn ihr wisst ja, wenn ihr eine bestimmte Geschichte hören wollt, dann hämmert direkt einen Kommentar unter dieses, ja, oder die anderen Videos und dann gucke ich mal, was ich daraus machen kann. Djinn ist jetzt natürlich schon etwas länger auf dem Markt, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, seine Hintergrundgeschichte mal wieder etwas aufzufrischen. Und man muss dazu sagen, da Wei ja vor kurzem erst erschienen ist, passt das umso besser, denn die beiden verbindet etwas. Ganz genau. Also hört euch auch gerne die Geschichte von Wei an, falls ihr das noch nicht getan habt. Die findet ihr natürlich auch hier auf dem Kanal. Und checkt nach der Hintergrundgeschichte von Djinn, die jetzt gleich endlich auch kommt, auf jeden Fall auch seine Kurzgeschichte, der Mann mit dem stählernen Gehstock aus. Denn die, würde ich mal behaupten, hat es ziemlich in sich. Und ihr könnt euch auch schon mal freuen, denn demnächst erscheint hier natürlich auch die Kurzgeschichte von Wei, denn ja, er hat in der Tat noch eine bekommen, nicht so wie andere aktuelle Champions. Also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall ein gezielter Schuss hier auf die Abonnieren-Schaltfläche dieses tollen Kanals. Boah Leute, ey. Ihr seid ja bei Wei so krass eskaliert, ne? Da sind wir hinter den Kulissen mehr als nur abgegangen, ne? So viel kann ich schon mal verraten. Kommt also schon mal auf Instera vorbei, ne? Da gibt es dann demnächst, ja, auch das ein oder andere Schmankerl. Also, wahrscheinlich. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, aber Reed, was ist denn Instera? Ja, Instera, ne? Das ist Instagram, nur in cool, ja? Also es ist ein cooleres Wort dafür. Also wenn Runeterra und Instagram so ein bisschen Bang, Bang, Bang machen würden, ne? Ja, dann wird halt Instera rauskommen. Ja, ist ja logisch, ne? Klar. Oder? Ne? Fühlt niemand, oder wie? Boah, da muss ich das Twitch-Panel wieder umbenennen. Ach komm, das lagere ich einfach aus. Also, jetzt Film ab für Djinn. Vorhang auf. Djinn ist ein akribischer und krimineller Psychopath, der Mord für Kunst hält. Einst war er ein ionischer Gefangener, doch zwielichtige Gestalten in Ionias Herrscherrat befreiten den Serienmörder. Jetzt dient er in ihren Ränkespielen als Assassine. Djinn sieht seine Waffe als Instrument, mit dem er brutale Kunstwerke erschafft, die sowohl seinen Opfern wie auch den Zeugen seiner Taten Albträume bescheren. Seine grausamen Inszenierungen bereiten ihm eine diabolische Genugtuung, sodass er die erste Wahl ist, wenn es darum geht, die wirkungsvollste aller Botschaften zu senden. Angst und Schrecken. Djinn kommt aus der Region Ionia, nimmt im Spiel die Rolle des Schützen ein und das ist seine Hintergrundgeschichte. Djinn, der Virtuose. Welches Dorf in Ionia man auch bereist, fast überall hört man die Geschichte von der Jagd auf den goldenen Dämon. Viele Theaterstücke und epische Gedichte künden von der Verbannung dieses grausamen Geistes, die bis zum heutigen Tag gefeiert wird. Doch im Herzen eines jeden Mythos steckt ein Körnchen Wahrheit, und die Wahrheit hinter den Erzählungen über den goldenen Dämon weicht sehr von den Geschichten ab. Jahrelang wurden die südlichen Berge Ionias von der berüchtigten Kreatur heimgesucht. In der Chiun-Provinz und sogar im entfernten Shongsan und Galrin fielen unzählige Reisende und manchmal ganze Gehöfte einem Monster zum Opfer, das nur morbide, drapierte Leichen zurückließ. Bewaffnete Milizen durchsuchten die Wälder, Städte heuerten Dämonenjäger an, Wuju-Meister patrouillierten auf den Straßen, doch nichts konnte dem Blutdurst der Bestie Einhalt gebieten. In seiner Verzweiflung sandte der Rat von Chiun einen Boten zu Kusho, dem Großmeister des Kinku-Ordens, um ihn um Hilfe zu bitten. Da ihm die Aufgabe oblag, das Gleichgewicht zwischen dem Geisterreich und der weltlichen Ebene zu wahren, war Kusho versiert in der Verbannung von Dämonen. Damit die gerissene Kreatur nichts von seinen Absichten erfuhr, brach Kusho in aller Heimlichkeit mit seinem jugendlichen Sohn Shen und seinem jungen Lehrling Zed in Richtung der Provinz auf. Sie besuchten die zahllosen traumatisierten Familien, die unter den Morden litten, nahmen die schrecklichen Tatorte unter die Lupe und hielten die Augen offen nach Verbindungen zwischen den Todesfällen. Schon bald begriff Kusho,
dass sie bei weitem nicht die Ersten waren, die dieses mörderische Wesen jagten. Allmählich festigte sich seine Vermutung, dass es sich hier nicht um das Werk eines einfachen Dämons handelte. Über die nächsten 4 Jahre entzog sich der goldene Dämon ihrem Griff. Die lange Jagd veränderte die 3 Männer. Kushos berühmte rote Mähne wurde weiß, die Miene von Shen, der für seinen geistreichen Witz bekannt war, verdüsterte sich, und Zed, der hellste Stern am Himmel von Kushos Tempel, fiel es immer schwerer, seine Studien fortzusetzen. Es war fast, als wüsste der Dämon, dass sie ihn suchten, und als labte er sich an der Pein, die ihr Scheitern ihnen einbrachte. Als der Großmeister schließlich ein Muster entdeckte, das allen Tötungen zu eigen war, soll er gesagt haben: Gut und Böse sind keine absoluten Wahrheiten. Sie entstammen beide den Menschen und jeder nimmt die Schattierungen anders wahr. Kusho wollte die Nachforschungen aufgeben, denn mittlerweile war er überzeugt, dass sie nicht auf der Spur eines Dämons, sondern auf der eines niederträchtigen Menschen oder Vastaya waren. Eine solche Aufgabe oblag nicht den Kinku. Shen und Zed weigerten sich, nun aufzugeben. Sie alle hatten so viel geopfert, um den Mörder zu finden, und so überzeugten sie Kusho, die Verfolgung fortzusetzen. Am Vorabend des Seelenblütenfests am Joim-Pass verkleidete Kusho sich als bekannter Kalligraf und mischte sich unter die anderen geladenen Künstler. Dann wartete er ab. Shen und Zed hatten eine gewissenhaft vorbereitete Falle ausgelegt, und endlich, nach all den Jahren, standen sie ihrem verhassten Ziel gegenüber. Kusho sollte Recht behalten. Der berüchtigte goldene Dämon war bloß ein Bühnenarbeiter an Chiuns Wanderbühnen und Opernhäusern, der unter dem Namen Kada Jin agierte. Nachdem sie Jin gestellt hatten, wollte der junge Zed den am Boden kauernden Mann töten, doch Kusho hielt ihn zurück. Er erinnerte seine Schüler daran, dass sie ihren Aufgabenbereich schon seit langem überschritten hatten und dass Jins Ermordung die Angelegenheit nur verschlimmern würde. Kusho war besorgt, dass das Wissen um die Menschlichkeit des goldenen Dämons die Harmonie und das Vertrauen der ionischen Kultur untergraben würde oder gar andere dazu inspirierte, ähnliche Gräueltaten zu begehen. Trotz Jins Verbrechen hielt der legendäre Meister es für richtig, den Mörder am Leben zu lassen und in das Tula-Klostergefängnis einzusperren. Shen befürwortete diesen Entschluss nicht, doch er fügte sich der nüchternen Logik hinter dem Urteil seines Vaters. Zed, den die vielen Schrecken, die er gesehen hatte, plagten und heimsuchten, konnte weder verstehen noch akzeptieren, dass dem Mörder diese Gnade zuteil wurde. Man erzählt sich, dass von diesem Augenblick an Bitterkeit sein Herz ergriff. Während seiner langen Gefangenschaft in Tula gab Jin kaum etwas über sich preis. Den Mönchen, die ihn bewachten, fiel auf, dass er ein aufgeweckter Schüler war, der in vielen Bereichen Begabung zeigte, darunter Schmiedekunst, Dichtung und Tanz. Nichtsdestotrotz war es ihnen unmöglich, ihn von seinen morbiden Faszinationen zu heilen. Unterdessen brach außerhalb der Klostermauern in Ionia Chaos aus, als das Noxianische Imperium angriff. Der folgende Krieg erweckte den Blutdurst der friedlichen Nation. Jin wurde einige Zeit nach Kriegsende aus Tula befreit. Vermutlich setzte ihn eine der vielen radikalen Gruppierungen, die gegen Ende des Konflikts in den ersten Landen um Macht rangen, für ihre Zwecke ein. Heutzutage hat er Zugriff auf die neuen Waffen der Waffenkammern von Kashuri, auch wenn niemand weiß, wie er in den Besitz dieser Instrumente der Zerstörung kam oder welche Verbindung er zu Kashuri hat. Wer auch immer seine geheimnisvollen Gönner sein mögen, sie haben Jin wohl schier unbegrenzte Mittel zur Verfügung gestellt und scheinen sich nicht daran zu stören, dass seine Auftritte immer ausufernder werden. Erst vor kurzem griff er Mitglieder von Zeds Yanlei-Orden an. Doch die Massenmorde und Attentate, die sein berüchtigtes Flair tragen, finden nicht nur in den vielen Regionen Ionias statt, sondern auch in den entfernten Zwillingsstädten Piltover und Zorn.
Anscheinend ist ganz Runeterra nicht mehr als eine Leinwand für die Grausamkeiten, die Kadar Jin seine Kunst nennt. Nur er weiß, wo er den nächsten Pinselstrich setzt. Hinreißend! Puh, das ist schon ziemlich starker Tobak. Und jetzt habt ihr die Qual der Wahl. Jin oder Wei? Wer von den beiden gefällt euch besser? Oder anders gefragt, welche Geschichte gefällt euch besser? Das Interessante an Jins Geschichte ist, zumindest aus meiner Sicht, dass wir auch gleichzeitig einiges über weitere Champions und auch große Ereignisse in Runeterra erfahren. Vor allem der Konflikt zwischen Shen, seinem Vater Kusho und Zed ist auch bei Jin ein Thema und man merkt, dass Jin es sogar geschafft hat, den Kinku-Orden ein Stück weit zu spalten. Die Stelle, man erzählt sich, dass von diesem Augenblick an Bitterkeit sein Herz ergriff, also das Herz von Zed, das ist für mich so eine sehr intensive Stelle und ja, die ist bewegend, wenn man so die Geschichte von Zed so im Hinterkopf hat. Also müsst ihr euch die natürlich auch auf jeden Fall anhören und natürlich auch der anderen Charaktere. Die gibt's natürlich alle hier in einer Playlist, also klickt euch da gerne mal rein. Um jetzt die Frage Wei oder Jin für mich zu beantworten, muss ich ein bisschen ausholen, denn meine allererste Geschichte, die ich gelesen habe auf diesem Kanal, war Der Mann mit dem stählernen Gehstock. Und ja, da gibt es eine ganz tolle Stelle, die kann ich, glaube ich, immer noch auswendig. Er wischte ein viertes Mal über den Schaft des Gewehrs. Er konnte sich nicht sicher sein, dass es sauber war, wenn er es nicht viermal abwischte. Und das war einfach damals so eskalierend, es war einfach witzig. Und das war so mein Einstieg ins Runeterra-Universum. Und diese Geschichte hat mich auch über die letzten 3 Jahre quasi jedes Jahr einmal begleitet. Und deswegen würde ich bei der Frage Jin vs. Wei auf jeden Fall Team Jin sein. Außerdem habe ich ihn auch mal gespielt. Ja? Und ich war ja so krass, dass ich quasi die 4 war. Ne? Also als Großherausforderer war bei mir wirklich jeder Schuss quasi der 4. Ne? Einfach immer ein Meisterwerk. Ich kann nur so viel sagen, zum Glück habe ich davon keine Clips mehr. Dann wäre ich wahrscheinlich nachträglich wieder direkt reported worden, weil das einfach zu unmenschlich gut war. Wir haben noch keine Clips mehr, oder? Nee. Ja, zum Glück. Besser ist das. Okay. Ich hau jetzt noch ein paar Fakten über Jin raus. Ne? Keine Angst, es werden nicht 4. Es werden 6. Ne? Wir müssen ja jetzt nicht immer die 4 sein. Wir machen mal 6 Fakten. Komm. Ich bin mal gespannt, welche ihr davon kanntet oder kennt. Jin war der erste Champion, der 2016 veröffentlicht wurde. Na, klar, oder? Ja, war ein toller Fakt. Kommen wir zum nächsten. Jin, Achtung, besteht aus 4 Buchstaben. Ursprünglich sollte Jin ohne H geschrieben werden, also nur 3 Buchstaben haben, aber das H hat man dann hinterher noch hinzugefügt, damit es nicht zur Verwechslung mit Jinx kam in der Champion-Auswahl. Schon ein bisschen speziellerer Fakt. Aber wir haben noch einen, und zwar Kadar Jin bedeutet in der ionischen Sprache goldene Exzellenz. Ja, deswegen spricht man wahrscheinlich auch von dem goldenen Dämon. Klar, logisch. Jetzt kommen wir zu einem anderen sehr interessanten Fakt. Jin ist ungefähr 4 Jahre älter als, wer weiß es? Richtig, Zed. Und den haben wir ja vorhin auch in der Geschichte gehört. Der Jin hat ja auch einen großen Einfluss auf Zeds ganzes Wesen und wahrscheinlich auch auf seine spätere Ausrichtung. Aber das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. 2 Fakten noch. 2 richtig krasse Fakten noch. Sein Zitat: Ich lebe für den Applaus und du wirst für ihn sterben. Ist eine Anlehnung an Lady Gagas Lied Applaus. Na, komm, der war jetzt ein bisschen härter, oder? Einen letzten habe ich noch, den werde ich jetzt auch nicht hier auflösen, sondern den könnt ihr in den Kommentaren auflösen, da bin ich mal gespannt. Und zwar die Frage bzw. der Fakt, auf welchen Film nimmt sein folgendes Zitat direkt Bezug? Durch meine Willenskraft allein setze ich meinen Geist in Gang. Passt aktuell ganz gut in unsere Zeit, deswegen habe ich den Fakt reingenommen. Und jetzt könnt ihr mit Wissen glänzen und die Auflösung, Achtung, die gibt es dann demnächst in oder auf, richtig, in Stera. Ja was? Das Wort ist doch mega gut. Ich hatte auch mal Twitterra. Ja, logisch. Boah, ey.
Okay, jetzt müssen wir uns auch noch um die Inhaltsgenerierung in seinen sozialen Medien kümmern, oder wie? Kaum fängt unsere Marketingstrategie an, die ersten Früchte zu ernten, muss er direkt wieder übertreiben. Aber das ist doch prima. Da könnte ich doch dann auch ein paar Selfies posten. Was? Wieso sollten sich die Leute für deine Verkaufsgebühren interessieren? Ach, ein Boomer. Selbstporträts. Sieh nur, ich habe mir heute Morgen eine neue Locke geföhnt. Und die Pomade hält sie so wunderschön in Form. Das ist doch perfekt. Boah, echt nicht. Hey, du wischst doch mit den Fingern so gerne. Du wirst unser Social Media Beauftragte. Da kannst du dann zeigen, wie toll du wischen kannst. So zieh angeln? Mit Fischen? Thresh hatte auch eine Angel. Deswegen mag Yumi den bestimmt. Meinst du, das ist wirklich eine gute Idee? Sollte ich nicht lieber... Oh, die Idee ist perfekt. Hier, das ist das Instagram-Zeug. Oh, pardon. Ich meinte natürlich Instera. Da kannst du dann ab und zu ein paar Inhalte raushauen. Ja, ich kann dir dabei auch helfen. Ich kenne mich auch schon. Ja, minimal aus. Boah, er bekommt das schon hin. Musst du nicht die nächsten Skripte vorbereiten und die Videos fertig machen? Unser Posteingang ist nämlich voll. Das tolle Hochgeschwindigkeitssystem arbeitet schließlich ausgezeichnet. Oh, ja, da hast du recht. Dann kann ich da wenigstens meine eigene Note mit einbringen. Hier sind viele Bilder. Und was macht der Knopf da? Boah, wisch einfach. Wie immer. Da bist du doch so gut drin. Okay. Wischen kann ich. Deswegen ist es hier auch so sauber. Oh.